Jo Leute, was geht? Heute ist es endlich soweit. Heute wird die lang ersehnte Frage geklärt werden, wer ist eigentlich stärker, Siren Head oder der Light Head? Aus dem Grund, Freunde, werden wir jetzt gerne mal Siren Head rufen und weil wir wissen, Light Head ist natürlich auch in Los Santos unterwegs, werden heute beide gegeneinander kämpfen, Freunde. Und wer der Sieger davon sein wird, das werden wir, Leute, in diesem Video erfahren. Freunde, ich brauche natürlich wieder eure Unterstützung, wenn euch solche GTA 5 Mod-Videos gefallen und wenn ihr mehr von Light Head, Siren Head und so weiter sehen wollt, weitere Mods, dann vergesst nicht, Freunde, einfach ein Like dazu lassen, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Und vergesst natürlich nicht, Freunde, diesen Kanal zu abonnieren. So, Siren Head, wo bist du? Yo, Alter. Ey, ist echt schon ein paar Wochen her, dass ich dich wieder gesehen habe, ne? Also, ich kann ja mal sagen, was tatsächlich in den letzten Wochen passiert ist. Hörst du mir zu? Okay, er hört mir zu, Leute. Also in den letzten Wochen ist halt hier eine andere Kreatur gekommen. Ich weiß, du warst vielleicht im Urlaub. Lighthead heißt dieser Charakter. Ist ein Abklatsch von dir, kann man sagen. Und er will heute gegen dich kämpfen. Was sagst du dazu? Okay, ich bin schon ziemlich sicher, dass er den Kampf auf jeden Fall gewinnen will, Leute. Auf welchem Team seid ihr eigentlich? Team Siren Head oder Team Light Head? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal zu unserem Schlachtfeld. Das sollte irgendwo hier auf dem Highway, denke ich mal, sein. Da werdet ihr beide euch dann gegenseitig messen. Und ich würde sagen, steig mal ein in mein Auto, Bruder. Obwohl... Moment, nein! Ich habe vergessen, dass du keine Autos magst. Ey! Stopp, jetzt ist aber gut. Du hast meine Garage komplett versüßt. Du hast sie komplett verwüstet. Hey, ich hoffe, du wirst ihn besiegen, ne? Also, obwohl eigentlich, ich würde es mir schon wünschen, wenn Lighthead ihn besiegt, weil dann habe ich endlich Ruhe von diesem Siren Head. Kein Bock mehr auf diesen Typen. Oh, so, hat jetzt ein bisschen gedauert, Leute. Ich musste den gesamten Weg zu Fuß gehen, weil Siren Head auch gar keinen Bock hatte, mich zu tragen. Siren Head, wo bist du? Wow. Alter, das war aber ziemlich schnell, muss ich sagen. So, liebe Mitbürger von Los Santos, bleibt alle cool. Siren Head ist auf Frieden aus. Er will halt heute nur einen komplett vermöbeln. Wir warten mal, bis Lighthead kommt. Ich bin ziemlich gespannt. Und aus dem Grund, Leute, Siren Head muss mir gerade kurz ein paar Kräfte leihen. Ich werde sie nicht benutzen. Ich werde sie heute in dem 1 gegen 1 Duell wirklich nur gegeneinander kämpfen lassen. Und ich mische mich in diesen Kampf nicht ein. Okay, Siren Head, bist du bereit, deinen wahrscheinlich größten Kampf zu machen? Du hast mal ein paar größere noch geschlagen, wie den riesen XXL Siren Head. Aber bist du bereit für den Lighthead? Das wollte ich von dir hören. Das wollte ich auf jeden Fall von dir hören. Okay, wir müssen jetzt ganz genau hinhören, ob wir ihn irgendwo hören. So, Siren Head. So, okay. Bleib ganz ruhig, okay? Ich will jetzt nichts von dir hören. Ich muss wirklich auf die Geräusche achten, ob hier der Lighthead irgendwo ist. So, Lighthead, bist du hier irgendwo? Schauen mal. Franklin hat jetzt übrigens auch richtig coole Kräfte bekommen, aber wir dürfen die jetzt nicht benutzen. Oh, die Laterne wollte ich jetzt nicht kaputt machen. So, wir hören mal ganz genau hin. Ja, ich höre ihn. Ich höre ihn, der ist irgendwo in der Nähe. Und er tarnt sich wahrscheinlich wieder als Laterne. Aber ich denke, er will jetzt uns nicht irgendwie überraschen. Er wird einfach direkt zu uns kommen. Lighthead, wo bist du? Du wolltest das 1 gegen 1, hier hast du ihn. Siren Head wartet auf dich und er wird dich zermöbeln. So wird es aussehen. Zermöbeln? Sagt man nicht vermöbeln? Okay, ich höre ihn, er kommt. Oh, wow, Siren Head, hilf mir. Verteidige mich. Okay, oh mein Gott, Leute. Der Kampf geht los, Freunde. Siren Head gegen Lighthead. Ich muss das Ganze jetzt moderieren aus der dritten Kameraperspektive. Also wir sehen gerade, Lighthead schnappt sich den Siren Head mit seinen komischen Nebelfähigkeiten. Und die machen hier erstmal Los Santos komplett auseinander. Aber ich glaube, Lighthead ist gerade tatsächlich in Attacke. Beide sind mit ihren Geräuschen richtig laut, Freunde. Es sieht aus, würde der Lighthead... Ja, weiter so, Siren Head. Weiter so. Okay, das machst du sehr gut. Sehr gut. Oh mein Gott, er saugt mich ein. Junge, haben wir erst ordentlich... Hä? Wo bin ich? Wow! Oh mein Gott! Lass mich aus der Sache raus. Ihr beide kämpft gegeneinander. Siren Head gegen Lighthead, Freunde. Schaut es an, der Siren Head ist jetzt richtig in Rage. Er rastet komplett aus. Aber er ist halt einfach nicht zu greifen. Der Lighthead ist sehr stark. Also er ist halt einfach... Der verschwindet ständig. Das ist das, was er halt richtig gut macht, Freunde. Dieses Momentum der Tarnung. Oh mein Gott. Ey, ich will nichts sagen, aber aus irgendeinem Grund sieht es mir... Oh mein Gott, der Lighthead ist nicht normal. Was ist denn mit ihm los? Oh mein Gott. Komm, Siren Head, du schaffst es. Ich glaube an dich. Oh nein, jetzt kommt schon der erste Helikopter, Freunde. Wir wissen gerade nicht, was hier abgeht, aber die kämpfen hier wirklich nur in diesem Bereich aktuell. Und es sieht gerade aus, ich weiß nicht, wer vorne ist, Freunde. Wirklich, lasst ein Like da auf jeden Fall. Ich finde dieses Duell jetzt mega episch. Wow, jetzt wurde Siren Head erstmal ordentlich katapultiert. Oh, stopp. Lass mich da raus aus diesem Kampf. Ich gehöre nicht dazu. Hallo? Ja! Er hat ihn gekriegt. Und er rotiert aus irgendeinem Grund. Oh mein Gott. Freunde, Runde 1 geht auf jeden Fall an Siren Head. Ich würde sagen, das war echt gut, muss ich sagen. Aber du musst halt Best of 3 ist das System. Das heißt, du musst das nächste auch gewinnen, okay?
Hast du echt gut gemacht. Also ich wusste schon immer, dass du es drauf hast. Also wie gesagt, Cyronet, erste Runde geht an ihn, Freunde. Auf geht's, Leute, zur nächsten Arena. Wir gehen jetzt in einen anderen Bereich, wo nicht so viele Gebäude sind, damit beide sich wirklich auf das 1 gegen 1 konzentrieren können. Okay, erster Kampf ging an dich, Cyronet. Jetzt geht es hier an einen Flugplatz, Freunde. Und oh mein Gott, wieso muss er denn immer auf mich drauf gehen? Cyronet, greif an. Greif an. Hallo. Hallo, guck doch nicht zu. Greif doch mal an. Okay, jetzt... Wow, Alter. Ich gehe lieber mal weg. Ich gehe lieber mal ein bisschen weg. So, okay, Freunde. Jetzt konzentrieren sich beide auf den Kampf. Also, ihr seht's, der Lighthead versucht ihn in so eine Art Schleim zu sortieren, wo er ihn halt wirklich gefangen halten kann. Und der Lighthead... Oh mein Gott, er nutzt den Tornado-Angriff. Er nutzt den Tornado-Angriff jetzt. Okay, okay. Cyronet, lass dich davon nicht unterkriegen. Ey, lass mich da raus. Dankeschön. Ey, Bro, vielen Dank, dass er mich da rausgeholt hat. Also Cyronet ist in dieser Runde wirklich deutlich selbstbewusster als in der ersten, muss man sagen. Auch wenn er jetzt wirklich katapultiert wird. Wer schießt denn hier? Hallo? Wow, warum ist hier Militär? Keine Ahnung, warum die sich einmischen. Okay. Yo, er vermöbelt ihn aber so richtig. Ich glaube, er flieht. Er flieht, um sich zu heilen. Und jetzt kommt ein Angriff. Oh nein, da muss ich auch ausweichen. So, let's go. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Alter, lass mich mal in Ruhe. Wo ist der hin? Wow. Wow. Wow, ey. Hallo, ich bin nur der Zuschauer. Ich bin der Schiedsrichter von diesem Duell. Okay. Oh, Junge. Boah, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Leute? Er hat ihn richtig weit geworfen. Okay, Cyronet, jetzt gib ihm den Rest. Gib ihm... Oh, das war krass. Oh mein... Er macht's wieder. Er macht's schon wieder, Leute. Lighthead ist jetzt richtig... Lighthead geht jetzt richtig... Oh, Junge, was macht der da? Lighthead? Alter, Lighthead ist gerade richtig. Also jetzt ist er wirklich dominant. Aber Cyronet greift an und er macht den richtigen... Bohoho! Aus der Luft holt er ihn, Freunde. Aus der Luft greift er ihn an. So sieht es nämlich aus. Okay, wir haben jetzt hier... Beide sind natürlich... Das ist jetzt die Frage. Wie viele Leben haben beide? Man kann es nicht wissen. Ich kann es leider nicht identifizieren. Aber es sieht aus, als würde tatsächlich gleich ein Sieger feststehen. Und ich weiß nicht, wer es sein könnte. Cyronet... Oder Lighthead. Ich weiß es nicht. Oh, es ist jetzt knapp. Cyronet, greif ihn an. Greif ihn an. Gib ihm den Rest. Dann gewinnst du den Kampf. Dann gewinnst du den Kampf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat er es geschafft? Wo ist er? Ey, er ist unsichtbar. Hallo? Das war ein Überraschungsangriff. Das war ein Überraschungsangriff jetzt gegen Cyronet. Und ey, ich bin nur der Kameramann. Hallo, das ist nicht unsere Vereinbarung, Lighthead. Lighthead, das ist nicht aus unserer Vereinbarung, dass du mich jetzt angreifst. Hallo, stopp, ey. Hallo, ich muss mal weg hier. Freunde, Cyronet hat den Kampf verloren. Cyronet hat den Kampf jetzt offiziell verloren. Okay, Lighthead, kurz Pause. Oh mein Gott, ihr habt es gerade gesehen, Leute. 1:1 steht es jetzt. Lighthead 1, Cyronet auch 1. Die letzte Runde wird es jetzt offiziell entscheiden. Und wo werden wir diesen Kampf austragen? Was wäre ein besserer Ort als die Militärbasis? Ich würde sagen, Freunde, wir gehen damit auf die Militärbasis und versuchen dort den Kampf dann zu Ende zu bringen. Okay, Cyronet, du hast die zweite Runde leider verloren. Was sagst du dazu? Okay, und wie fandest du die taktischen Maßnahmen, die er verwendet hat, um dich in dieser Runde zu schlagen? Okay, sehr coole Antwort. Wirst du denn jetzt die letzte und finale Runde für dich entscheiden, um der König von Los Santos zu werden? Okay, das ist mal sehr selbstbewusst. So, damit geht das Finale los, Freunde. Cyronet gegen Lighthead. Die letzte Runde startet jetzt. Okay, stopp, stopp, stopp. Wow, wow, okay. So, ihr beide kämpft jetzt wieder gegeneinander. Ich beobachte das natürlich. Und Cyronet, er geht in den Kampf wieder sehr, sehr offensiv. Oh mein Gott, Alter. Ich feiere das so, Leute. Du bist einfach Zuschauer und guckst, wer von den beiden der Sieger ist. Das ist halt richtig episch. So, aber Cyronet, oh, er nutzt einen Bodycheck, um den richtig so gegen die Wand zu pressen. Und jetzt sieht's aus, als würde... Okay, Lighthead teleportiert sich gerade ans andere Ende der Militärbasis. Wo ist der verschwunden? Lighthead? Wo ist Lighthead verschwunden, Freunde? Okay, das heißt, wir müssen jetzt outdoor unterwegs sein. Alles klar, so wie es aussieht, Lighthead hat sich tatsächlich... Was machst du da, Cyronet? Warum greifst du die Militär an? Okay, Cyronet, folgt mir nach. Das ist offensichtlich nicht das beste Schlachtfeld hier. Vor allem diesen Panzer und so. Okay, Leute, let's go. Es sieht so lustig aus, wenn Franklin diese Superkräfte hat, einfach muss ich sagen. So, Cyronet, bist du hier? Cyronet? Okay, Lighthead, das ist eine gelbe Karte jetzt. Du hast das Spielfeld verlassen. Cyronet? Okay, Cyronet ist wieder da.
Egal, Leute. Dann geht dieser Kampf jetzt offiziell auf diesen Berg jetzt los. So, und ich muss das jetzt Ganze kommentieren. So, Siren Head ist ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, der hat sich irgendwas verstaucht. Kann es sein? So, das Duell der Giganten. Die tragen das wirklich auf der gesamten Map von GTA aus. Aber irgendwas ist mit Siren Head. Er ist nicht gerade gut drauf. Ich glaube, der hat sich eine Verletzung aus der zweiten Runde zugezogen. Er läuft deutlich langsamer als sonst. Aber auch Lighthead ist angeschlagen und mein PC ist auch angeschlagen. Er ist jetzt abgestürzt. Also, 1:0 gegen den PC. Okay, ich sage, wir verschieben die Runde jetzt auf den Flugplatz, also auf den Flughafen von GTA 5. Und natürlich geht er wieder auf mich drauf. Sirenhead, Lighthead, geht jetzt nicht auf mich drauf. Okay, jetzt, Freunde, entscheidet sich, wer bleibt in Los Santos und wer verschwindet aus der Stadt fürs Erste. Wer ist der König von Los Santos? Okay, Lighthead gibt jetzt wirklich alles, aber auch Sirenhead, Freunde, mit einem heftigen Boden-Ground-Punch. Punch. So, jetzt schön einen Slap machen. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Attacken alle benennen soll. Aber es sieht aus, oh, das war jetzt ein starker Angriff von Lighthead. Und jetzt fliegt er hier um die Gegend rum. Was macht er denn hier die ganze Zeit? Okay, er ist unsichtbar. Und jetzt greift er mich wieder an. Aber Sirenhead, das ist jetzt deine Chance, ihn anzugreifen. Er ist abgelenkt. So, perfekt. Okay, danke, Bro. Hat er gut gemacht. So, ey, ich finde das so krass, Leute, wie einfach computergenerierte Gegner gegeneinander kämpfen. Und jetzt ist es aber ganz schön spannend, denn er saugt ihn ein in so eine Flüssigkeit. Oh, Junge. Ey, okay, mach das jetzt nicht bei mir. Alter, mach doch was gegen Siren Head. Ich fliege die ganze Zeit. Okay, jetzt kommt's. Jetzt geht's weiter, Leute. So, oh, aus der Luft kämpfen die jetzt. Und Lighthead nutzt seine Fähigkeiten, seine Flugfähigkeiten, um ihn zu überraschen. Und jetzt macht den Tornado. Er macht einen Tornado auf ihn. Okay. Ich weiß nicht, ob das Sirenhead aushalten wird, weil Lighthead hat an sich stärkere Attacken. Aber der Sirenhead kann ihn auf Distanz halten. Dann kann er sich regenerieren. Und Sirenhead halt hat sehr coole Kampfkombinationen. Aus der Luft kann er auch sehr gut angreifen. Und ja, jetzt mische ich mich wieder in den Kampf hier ein. Ich muss immer hinter Sirenhead bleiben, damit die sich beide gegenseitig angreifen. So, oh, das war nicht gut. Wer gewinnt den Kampf jetzt, Leute? Ich glaube, jetzt ist entscheidend. Jetzt entscheidet es sich. Sirenhead schwächelt. Er wackelt. Ich weiß nicht, ob das das Ende ist. Ist es das Ende von Sirenhead? Oh mein Gott, Sirenhead, steh auf, steh auf. Er hat gerade keine Chance. Er hat keine Chance. Der Lighthead ist zu stark. Er ist einfach zu schnell. Wo ist denn der? Ey, kannst du mir mal sagen, wo der Lighthead verschwunden ist? Lighthead hat sich wieder teleportiert. Das ist natürlich nicht so eine coole Aktion. Ich glaube, der will jetzt seinen Finisher-Move ausführen. So, okay, okay. Ich weiß jetzt nicht, wo du gegen schlägst. Hui, Junge, Junge, jetzt wird er aufgegessen. War's das? Nein, sieht noch nicht so aus. Aber es ist ganz schön knapp, Leute. Es ist ganz schön knapp. Okay, jetzt. Oh, schön. Okay, komm. Das ist jetzt echt Sirenhead. Du musst es jetzt wirklich durchziehen. Der Lighthead nimmt dich hier auseinander. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat verloren. Leute, Sirenhead hat den Kampf verloren. Sirenhead, ich werde das für dich beenden. Ich werde den Kampf für dich beenden. Ich werde das schon schaffen. Oh mein Gott, Leute. Sirenhead hat tatsächlich verloren gegen den Lighthead. Ich glaub's nicht. Ich glaub das Ganze nicht. Ich bin jetzt nicht so trainiert wie Sirenhead im Kämpfen. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht viel zu machen. Oh mein Gott. Ey, der nimmt mich auseinander. Freunde, wie soll ich das denn hinkriegen? Oh mein Gott, lass mich mal in Ruhe. Take it easy, man. Und mein Spiel ist abgestürzt. Leute, er ist zu stark. Freunde, nicht nur habe ich verloren, oder Sirenhead. Er hat einfach nur mein Spiel wieder zum Crashen gebracht. Freunde, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall von diesem Video. Sirenhead hat tatsächlich den Kampf gegen Lighthead verloren. Ich hab's echt nicht erwartet. Ich hab's wirklich nicht erwartet, Freunde. Damit Sirenhead auf jeden Fall vielleicht wiederkommt, vergesst nicht, Leute, ein Like da zu lassen. Vergesst diesen Kanal natürlich auch nicht gerne, Leute, kostenlos zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Folgt mir dann auf Instagram, Leute. Schreibt mir eure Meinung zum Kampf in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Ein Zock ist raus, haut rein von unten. Ciao.